Und nochmals Hallo an alle Zuschauer, die das heutige JFD-Devisenradar am Morgen nicht gehört haben oder nicht teilgenommen haben. Wir wollen jetzt hier Sie zum JFD Live Trading TV, 11:15 Uhr, 10. August, hier beim Beschau oder bei der DAX-Beschau vielmehr mal begrüßen heißen. Wir sehen hier den DAX, der sich ja ein Stück weit schwierig zeigt, im Hinblick auch auf das, was am Freitag verlief. Wollen wir uns mal hier den Stundenchart zunächst in der rückblickende Beschau betrachten. Wir hatten hier Freitag diesen Abwärtstrendkanal. Wir hatten hier die anfänglichen Gewinne und es wurde mehr oder weniger darauf hingedeutet, dass es ja durchaus möglich sei, dass wir hier innerhalb dieses Trendkanals weiter nach unten uns orientieren und die Marke von 11,5 ansteuern. Zu den Non-Farm-Payrolls, dem US-Arbeitsmarktbericht, gab es kurzfristig starke Bewegungen, obgleich diese viel, viel stärker ausgeprägt waren als dann letztlich hier. Also viel, viel stärker ausgeprägt waren am Devisenmarkt als vielmehr hier dann beim DAX und den Indizes. Letztlich am Nachmittag dann hier eine sichtliche Schwäche und der DAX rauschte dann doch noch mit rund 0,8% ins Minus bis zum Xetra-Schluss, hat sich dann aber hier im Bereich 11.500 stabilisieren können. Und hier im nachbörslichen Geschäft sogar wieder eine leichte Erholung erfahren. Jetzt dann hier in der Indikation ist es natürlich so, dass wir hier die Asia-Session dabei haben, wo die Notierungen auch während des Vormittagshandels bzw. während des asiatischen Handels am frühen europäischen Bereich hier dann sozusagen ihre Zugewinne ausprägten und dann hier den DAX letztlich über diese Trendkanallinie hinaus führten. Das ist natürlich immer bei den Indikationen ein Stück weit das Manko, dass wir dann immer solche preisberuhigenden Phasen ja, haben, die dann hier so gewisse charttechnische Muster dann natürlich hier en acta legen, wie in dem Fall hier diese Art Bear Bull Flag, dieser Abwärtstrendkanal. Der hat natürlich jetzt ein Stück weit an Relevanz verloren. Nichtsdestotrotz nehmen wir das mal raus, aber haben immer noch dieselbe Ausgangsbasis, dass wir aktuell im Bereich hier 11.500 Punkten verweilen. Wir haben hier, und das haben Sie gerade eingangs bestimmt schon gesehen, am Montag einen leicht positiven Tag. Ja, mit 56% positiver Schlusspreise ist das schon mal ein Stück weit erwartungsvoll, aber der DAX hat natürlich hier sichtliche Schwierigkeiten, hier weiter nach oben anzuziehen. Und wenn wir jetzt hier im Sinne der Indikation, und die ist durchaus zweckmäßig, da man eben hier auch das Marktrauschen in der Nacht und im außerbörslichen US-Geschäft anfängt, haben wir jetzt hier die Situation, dass der DAX auch jetzt noch nicht wirklich bullisch daherkommt, was per se bedeuten kann, dass wir hier jetzt während des Montagshandels nochmal unter die 11,5 absacken. Ja? Und zwar dann hier in Richtung 11.450 in Richtung der heutigen Morgentiefs nochmal abstürzen, um uns dann hier gegebenenfalls zu stabilisieren oder aber hier den finalen Touch in Richtung 11.350, 11.400 Punkte zu vollziehen. Wir sind jetzt hier unmittelbar vor dieser Aufwärtstrendlinie seit Ende Juli. Hier rührt sie her an der Indikation. Haben wir hier sozusagen ein leichtes Support-Level, das nehmen wir aber mal raus, die 11.440. Nicht mehr die Relevanz, die es eigentlich haben sollte. Grundsätzlich, wenn wir ein neues Tagestief machen, kann es in Richtung 11.350 weiter nach unten gehen. Das ist nicht auszuschließen im Sinne einer weiteren Schwäche. Nach oben heraus wäre jetzt alles über 11.550 durchaus positiv zu sehen, was dann hier ein Hoch in Richtung der Hochs der letzten Woche initiieren dürfte. Ansonsten hier jetzt erstmal der DAX mit Vorsicht zu genießen, denn weitere Verluste, wie gesagt, scheinen hier durchaus denkbar, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben die Zone 11.350, 11.400 noch nicht ausreichend getestet haben. Das sehen wir hier im Tagesschart. Wir entwickeln uns jetzt hier vielmehr in dieser Variante B, also Rücksetzer in diese Zone. Von dort ausgehend kann es dann aber natürlich auch schon wieder steil nach oben gehen. Also da sollte man mal aufpassen, was der DAX dann macht bei 11.350, 11.400 Punkten. Konträr bullisch dazu, wenn wir hier die 11,7 knacken. Das ist nach wie vor hier oben auf der Oberseite das Key-Level. Wenn der DAX über 11,7 rausgeht, dann ist es per se relativ schnell denkbar, dass der DAX einige 100 Punkte drauflegt und womöglich die 12.200 ansteuert. Aber aktuell ist dies hier eher Plan B. Wie gesagt, wir sind hier in der Doji-Tageskerze gerade zu sehen. Da muss der DAX jetzt erstmal zeigen, was er kann. Weitere Rücksätze, wie gesagt, scheinen mir nicht ausgeschlossen. Unterhalb von 11,3, es bleibt dabei, haben wir hier eher eine kritische Situation, die den DAX dann hier zu einer fortgeführten Schwäche führen dürfte. Gut, wollen wir nochmal sehen, ob wir den Sieselnen nochmal bekommen. So, Moment. Klick, klick, klick. Da ist ja auch weitestgehend bekannt, was der DAX vor sich hat. Jetzt mal mit der kurzen Beschau auf die kommenden 20 Tage.
Hier eine leichte seitwärts-abwärts gerichtete Tendenz. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf 60 Tage ausdehnen, dann wissen Sie, was hier saisonal bevorsteht. Das ist nämlich dann hier doch schon eine eher stürmische Phase, eine eher stürmische Zeit, die sich dann hier insbesondere im Septemberverlauf bis in den Oktober hinein sehr, sehr rabiat darstellen könnte. 2014 Oktober war ja auch ein sehr, sehr schwacher Monat, beziehungsweise bis zur Mitte des Monats. Dann gab es starke V-Reversals hier wie in Übersee. Man darf mal gespannt sein, wie das ausfällt. Aber kurzfristig, wie gesagt, die Saisonalität eher seitwärts, abwärts gerichtet. Insofern hier der Test von 11.350, 11.400 Punkten als oder sehr wahrscheinlich als anzunehmen zu befürworten. Dann muss man sehen, was der DAX in diesem Bereich macht. Geht er weiter runter, dann haben wir hier im Sinne der Seasonals doch noch weitere Rückschläge zu erwarten. Aber grundsätzlich das Bild im Sinne des Ausbruchs aus dieser großen Abwärtstendenz seit dem Allzeithoch hier, seit dem Frühjahr vom April, ist eigentlich jetzt hier das Bild, dass der DAX hier weitere Hochs durchaus machen kann. Aber die Situation ist brenzlig. Wir haben auch dazu den S&P 500 in der vergangenen Woche ja im JFD Live Trading TV begutachtet, der hier neben der 7-Jahres-Zyklik auch im Sinne eines großen Aufwärtstrendkanals an der Klippe sozusagen steht. Und de facto ist natürlich, wenn die S&P oder der S&P-Index hier als großer Leitindex der USA hier in die Schwächephase überschwenkt, dann dürfte dies sicherlich auch den DAX gehörig unter Druck bringen. Und das wohl viel mehr so, als dass der DAX hier die Leitfigur ist und den S&P 500 mit nach oben zieht. Also es bleibt spannend, so soll es ja auch sein. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Abend wieder. Gegebenenfalls schalten wir uns am Nachmittag nochmal ein, aber auf jeden Fall heute Abend nochmal zu einer Sendung zu den US-Märkten. Ich sage danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.